Moin! Wir sind jetzt im Auto und wir fahren. Man weiß es noch nicht genau wohin, weil es ist richtig schönes Wetter draußen. Und wir wollen so, ja, naturmäßig irgendwo hin. Wir hätten hier zur Auswahl den Stadtwald, aber da ist heute so ein Wandertag irgendwie und da sind mega viele Leute und wahrscheinlich auch viele Hunde. Und Nuki ist ja nicht so der größte Fan von anderen Hunden. Deswegen suchen wir irgendwas, wo nicht so viel los ist. Und ja, deswegen sind wir jetzt unterwegs auf dem Weg oder auf der Suche nach einem Feldweg oder einer Wiese oder mal schauen. Man weiß noch nicht, wo die Fahrt enden wird. Ja, was ich eben sagen wollte, wir haben jetzt tatsächlich was gefunden. Ich kann dir mal zeigen, wie es hier aussieht. Eigentlich ganz cool. Und der Snooki darf das erste Mal frei laufen. Oh mein Gott, so aufregend. Ja, und jetzt laufen wir einfach mal so ein bisschen rum. Ganz schön steil. Jesus Christ. Nanook. Es geht hier echt ganz schön steil runter und wenn man von der Küste kennt und der einzige Berg dort der Deich ist, ja, ist das hier schon eine andere Nummer. Fein! Fein! Fein, ja. Und wir haben Nuki gerade so ein Leckerli versteckt und er musste es suchen und er hat es gefunden. Chai, Nuki! Eben gerade war so voll der shocking Moment. Wir haben so eine Nanooks-Schleppleine fallen gelassen, weil wir gucken wollten, ob er wegrennt. Und ja, er würde wegrennen. Da mussten wir hinterher rennen. Und er ist dann irgendwann wiedergekommen, weil ich hatte echt richtig Schiss, dass er weg ist. Aber er kommt dann auch wieder. Man muss noch ein bisschen lernen, ihm zu vertrauen. Komm her. Mach sie. Fein. Nanook. Mach Platz. Platz. Richtig. Fein. Fein, mein Schatz. Platz. 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 Mach Platz. Ja, fein. Irgendwie liegen hier so riesige Stöcker rum, wo ich jetzt richtig souverän überklettern werde. Yes, ich hab's geschafft! Adventure-Modus. Ja,
Auf jeden Fall laufen wir jetzt durch den Wald und wir haben uns gefragt, ob dieses Stück Wald tatsächlich noch zum Stadtwald gehört. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es hier richtig zugewachsen alles. Aber für Nuki ist es natürlich umso schöner. Ja, das war noch ein bisschen weiter rechts. Boah, Leute, eben ist uns echt das Allerkrasseste passiert, was uns jemals mit Nanook bisher passiert ist. Ja, und zwar war da eben gerade ein Reh und Nanook hat die Witterung natürlich aufgenommen. Ja, und dann ist er plötzlich losgerannt. Und er ist so schnell losgerannt, dass die Leine sich in die Hand von meinem Freund so eingeschnitten hat. Und zwar so doll, dass er da jetzt wahrscheinlich eine Brandblase kriegt. Ja, und dann hat mein Freund halt die Leine losgelassen. Und Nuki ist losgerannt, diesem Reh hinterher. Wir haben meinen Freund dann hinterher, Rucksack abgeschmissen und ist da hinterher gerannt. Und Nuki über alle Berge weg quasi. Und da kommt man auch nicht so schnell hinterher. Der hat schon ziemlich Tempo drauf. Und dann ja, war mein Freund auch irgendwie weg. Der ist dann, wie gesagt, da durch den Wald gerannt und hat versucht, Nanook einzufangen. Und ich bin dann irgendwie mit dem Rucksack hinterhergekommen. Und irgendwann hat er es dann tatsächlich geschafft, Nanook einzufangen. Aber ich hatte echt so Panik in dem Moment. Ich dachte wirklich, das war's jetzt. Ich dachte jetzt, Nanook ist wirklich weg. Das ist echt krass. Das kann man auf keinen Fall unterschätzen, wenn Hunde irgendwie im Wald oder allgemeine Witterung aufnehmen. Dann wollen die doch unbedingt hin. Da ist Nuki. Er ist wieder da. Da hatten wir aber auch echt richtig Angst eben um Nuki. Die dachten wirklich, der sei jetzt weg. Fein. So, wir haben uns jetzt mittlerweile wieder beruhigt von dem Schock und ja, laufen hier jetzt lang und auch nicht mehr so durch die Wildnis, sage ich mal, sondern wir haben einen Weg gefunden. Hey, Nuki, sag mal Hallo. Okay, er sagt nicht Hallo und ich höre Nuki. Der kommt hinter mir angerannt. Hi, Nuki. Ja, wir sind jetzt mittlerweile wieder auf dem Weg zum Auto. Nuki konnte sich ordentlich austoben. Er hatte viel Spaß. Ja, genau, dann fahren wir wieder zurück. Jetzt geht's mir auch ein bisschen besser. Das war echt total der Schock. Dann melde ich mich demnächst nochmal. Tschüss.